Sollten wir nun einmal eine Datei suchen, weil wir nicht mehr genau wissen, wo sich diese befindet, können wir das Explorer-typisch hier oben rechts durchführen. Wie wir hier sehen, wird auch schon angezeigt OneDrive. Und hier gebe ich nur noch meinen Begriff ein, drücke auf Enter. Meist muss ich das noch nicht mal machen, denn sobald hier etwas drin steht, wird automatisch die Suche gestartet und ausgeführt. Und hier haben wir auch schon direkt unser Ergebnis und können dort mit einem Doppelklick draufgehen und uns das Ganze dann auch schon in der Web-Applikation anzeigen lassen. Hier haben wir dann auch noch die Möglichkeit, direkt in die Desktop-Applikation zu springen, wenn wir das Ganze denn möchten.